Hallihallo, Lüde, zurück zu Final Fantasy 14. Weiter geht's. Endlich habe ich die Einladung bekommen. Nach 12 Minuten. Jetzt sind wir drin in der Kupferglockenmine. Ja, Fahrstühle. Wenn wir zweimal durchfahren müssen. Oder dreimal? Weiß ich gar nicht mehr. Zwei, dreimal müssen wir. So sieht das aus. So sieht's aus. Mein Buff nicht angemacht. Mach mal jetzt. Zack. Da. Oh, auch fertig. Öffne die Tür. Ihr erster Aufzug. Eine Begehre. Geht mir aus Teil 12. Ja. Und zwar hieß sie da? An. Genau. Kumpel? War jetzt hier. Ja. Hey. Aurik. Weiter, weiter. Die nächsten bitte. Das ist ja nichts mehr, oder? Ist da noch was? Weiß ich nicht so genau. Was machst du da hinten? Da haben wir schon einfach diesen Hickon-Scher und da. Na 32. Jo, wird immer besser. Den Anfang finde ich gar nicht mal so schlecht. Der Heiler da vorne. Will er pullen oder was? Auch erledigt schön. So, ja, geh mal, lauf mal, lauf, lauf, lauf.
Nicht zu mir. Dann sterb. Ist der nächste? Was haben wir alles noch? Ich guck mal als Nahkämpfer schon mächtig auf den Deckel, das ist klar. Ist logisch. Ist halt Nahkämpfer, ne? Ja, Sprengstoffbündel, die sind wichtig. Müssen wir auch einsammeln. Nummer 23, ja, schön. Läuft. Läuft. Wir haben einen Beschwörer bei uns. Kann man einen Petter sehen. Beschwörer. Und zu halten? Das ist hier ein nerviger Boss, wenn man so möchte. Bosskampf. Ist ein bisschen nervig. Wo sind die anderen Kette? Genau da. Die halten nichts aus. Sonst will ich gar nicht drum weiter darum kümmern. Wir haben wirklich wenig HP. Ah, kommt schon der erste Bomber. Ah, wo ist er? Ist er. Ach. Das ist eigentlich hier gar kein Thema. Das ist halt nur lästig. Die kleinen Viecher hier nach der Bombe. Ist lästig. Vielleicht müsste aber der... Wo ist er? Ja, ist er ja schon. Gottos. Also eigentlich, wenn man so möchte, der eigentliche Boss, wenn man so will. Aber ist auch nicht wirklich ein starker Boss oder so. Wie man oben schon sieht, geht schnell runter. Ist auch da nicht extra gekennzeichnet, sondern einfach nur E3 vom Gold befreien. Was machen wir hier? Schatzruhe. Was haben wir da? Oh, können wir mal wieder. Ach, habe ich schon. Was bist du wieder gesehen? Man kann nur einmal die Sachen im Arsenal haben. Einmal nur. Das ist eigentlich nicht verkehrt, finde ich, ne? Was man genau, ach, das habe ich, ne? Schon, okay, dann ist so gut. Muss man sich nicht alles im 8-fach, 10-fach zu, ist ja Blödsinn. Oh, ist der nächste Aufzug? Ich schäme mich, ich schau voll zur Wand.
833. Ja, das ist schön. Schöne Zahl. Sehen wir, ob die noch gehen. Ja, wo lang? Wohin? Leute, entscheidet euch. Was ich schon ein paar Mal drin habe, ich kann man einfach nicht merken. Sprengstoffbündel, ne, braucht man ja wieder. Da ist ja nichts mehr. Drüben einmal hin. Da mitnehmen, genau. Verhalten und um. Alter, ist nochmal Sprengstoffbündel? Ja, ist viel im Sprengstoff. Der Kampf ist richtig, richtig blöd. Für mich genau weiß, was man hier machen muss. Dann hängt man hier stundenlang. Wirklich stundenlang. Muss ich nur dahin locken und dann zünden. Macht mich so praktisch keinen Schaden an. Kein Sprengstoff oder was? Der Bomber muss da sein, ne? Genau, der Bomber. Der macht ihn dann klein. Das geht noch zweimal. Aber scheint zu wissen, was sie hier machen. Das ist schon mal was. Wir warten, bis der Bomber kommt. Ja, Bomber und bang. Und noch einmal. Einmal muss er noch. Das ist der dritte Bomber. Alle zusammenhalten. Bomber hinlocken. Explodieren. Boom. Wo ich zum ersten Mal hier drin war, bei dem Boss hier, hatte keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Es hat schon ein bisschen gedauert. Keine kann man so schnell wegkommen, gar kein Thema. Blopf, wow. Was haben wir da? Ja, Mega, minus 7, brauche ich nicht. Soll nicht mal allzu viel. Die sind groß noch. War es das auch? Schatztruhe. Schurke Ninja, welchen Name jetzt? Ein Pikinier.
So, ist auch gleich down. Tschüss, fall um und tschüss. Hast du noch? So. Heiler Pult, alles klar. Da. Jetzt kommt der letzte Boss. Müsste jetzt, glaube ich, hier sein. Jetzt auch eine kleine Besonderheit. Eine sozusagen eine Mechanik. Und viele Bosse nachher. Der hat auch eine kleine. Das, ne? Das. Können wir betäuben? Glaube ich nicht. Aber braucht man gar nicht machen, weil der bricht eine Wand auf. Da kommt dann ein kleiner Mob, kleinerer als er jetzt. Und daraus geht zu einer Wand. Wenn er die durchbrochen hat. Dann kommen da einige Mobs raus. Das ist mein Nerv. Da ist schon einer unterwegs. Da er da hinten. Aber er ist sowas von schnell down hier. Der Boss. Dein Diener. Nicht nachlassen, Leute. Wir haben damals, wo ich zum ersten Mal drin war, haben wir die natürlich angemacht nebenbei. Aber wussten selber nicht genau, wie das funktionierte. Aber mittlerweile brauchst du eigentlich gar nicht machen. Wenn du so schon runter unterkriegst wie wir jetzt zum Beispiel natürlich, ne? Da. Wenn man eine gute Gruppe hat, so wie die jetzt, braucht man es nicht machen. Sonst sollte einer immer auf die Steindiener gehen, die zu der Wand laufen, die kaputt brechen. Sollte man machen, wenn man keine gute Gruppe hat. Komm. Das Magier. Tschüss. Gladiator Paladin. Schild bei sowieso nicht. So. Dann war es das. Dann haben wir das auch fertig. Ja, man ist fast 20 Minuten. Hast du gute Zeit für den Dungeon? So, bemalter Berg, Bericht erstatten. Das heißt, porten wir uns zurück als Kreuzgang. Ab in die Abenteuergilde. Ab zur Epic. Was sehr gut im Spiel gefällt, ist die Musik. Macht sie eigentlich ja immer aus, wenn ich privat zocke. Außer jetzt sind hier natürlich für euch immer natürlich Sound an. Das mache ich immer Musik aus.
Aber die Musik ist schön. Schöne Musik. Abwechslungsreich vor allem. Ist so ein schönes Gedudel. Ey. Ja. Mitchell 24. Ach ja. Ja, solche Arschlöcher gibt es natürlich immer überall. Natürlich komme ich dir zur Hilfe. Ja, guck, wer hier wie man Fraktur abweicht. Hauskämpfer. Aha. Gehen jetzt zum Mönchberg. Hört ihr schon weg? Als Wachen gibt man auch ein bisschen Schaden. Noch immerhin. Macht man 50. Wow. Das sind noch schöne Zahlen. Muss ich ein bisschen mehr werden? Na, no, komm mal an. Oh, jetzt. Yes. 22 und tschüss. Taumatur, was ist denn von mir? Oh je. Einmal circa 100 AP. Kennen wir ja schon, ne?
Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, ne? Wenn das so liest. Ja, das war doch eine schöne Sequenz. Ist nicht ganz fertig. Wieder bei Papelimo. Sie überhaupt was sehen? Ja, mal schon das nächste, die nächste Quest, ne? Klar. Wie es weitergeht.
und der Morgenröte. Ja. So, ach komm, gehen wir noch zu ihr hin. Aber nur hinlaufen. Dann machen wir Schluss. Verkehrt. Doch, hier. Da ist Momodi. Aber mit ihr reden wir erst in der nächsten Folge von Final Fantasy 14. Bis dahin, tschö mit Ö.